Thank you.
Töne. Sondern lasst uns angenehmer anstimmen und Freuden vollere. Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden wieder, was die Mode
Völlig zu Recht hat sich Thomas Hengebrock an diesem Abend als allerletztes Stück für die Ode an die Freude entschieden. Ein Stück, das nicht fehlen darf an einem solchen Abend. Fast 4 Stunden hat sie gedauert, die Eröffnung der Elbphilharmonie. Und die 2000 geladenen Gäste sind begeistert. Hier nochmal die 4 Solisten. Der 9. Beethoven-Symphonie, Sir Brünn Terfel, Pavol Breslik, Wiebke Lehmkuhl und Hanna Elisabeth Müller, die ganz, ganz kurzfristig, also heute Mittag eingesprungen ist für die erkrankte Camilla Tilling. Standing Ovations. Hier in der neu eröffneten Elbphilharmonie. Die Menschen sind begeistert und Sie sehen hier gerade noch mal Angela Merkel, die mir vorhin gesagt hat, sie ist ja auch mal froh, wenn sie ein paar Stunden in einem Konzert sitzen kann und mit ihren Gedanken mal so fortschweifen kann, um sich zu überlegen, was sie demnächst alles wieder Wichtiges zu entscheiden hat. Vielleicht hat sie sogar nicht ein einziges Mal das Telefon in die Hand genommen. Also ein schöner Abend für alle. Thomas Hengebrock zeigt jetzt noch mal die Partitur von Wolfgang Riem. Da Wolfgang Riem heute Abend nicht hier dabei sein konnte, das also stellvertretend. Frenetischer Applaus fürs Orchester. Morgen Abend wird im Übrigen, glaube ich, nochmal genau das gleiche Konzert hier stattfinden. Natürlich nicht der Festakt mit den Reden, aber genau das, was wir heute Abend hier als Konzert gehört haben, werden wir morgen nochmal hören. Und Sie kommen dann einfach nochmal hier vorbei und gucken sich das alles an. Ne? Es lohnt sich auf jeden Fall, eine Karte zu ergattern für eins der Konzerte, die hier ja jetzt ständig stattfinden. Wir sehen nochmal die Solisten. Vielen Dank nochmal an den Chor, übrigens eine Kooperation des NDR-Chores und des Chors des Bayerischen Rundfunks. Die Solisten Sir Brünn Terfel, Pavol Breslik, Wiebke Lehmkuhl und die heute Mittag neu dazugekommene Hanna Elisabeth Müller. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für schönen Abend, den wir gemeinsam verbracht haben. Darüber können wir in vielen Jahren noch unseren Kindern erzählen, dass wir dabei waren. Ich verabschiede die Zuschauer aus Österreich, aus der Schweiz und all den anderen Ländern, die uns hier heute Abend zugeguckt haben oder zugehört haben. Wir machen weiter mit unserem normalen Programm und sagen Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.